Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Wellenbrecher von Unantastbar in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zu Vinyl, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Wellenbrecher von Unantastbar, das Ganze am 28. August erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Vinyl aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das 8. Album der Band Unantastbar. Die Box zu diesem Album, die habe ich euch ja bereits vorgestellt. Und heute ist es an der Zeit für die Vinyl Edition. Ja. Bevor wir das Ganze starten, bevor wir die Folie abnehmen, haben wir hier oben rechts noch einen Sticker mit dem Hinweis zur Wellenbrecher-Tour 2020-2021. Und nachdem wir das jetzt zur Kenntnis genommen haben, würde ich sagen, schneiden wir das Ganze mal auf. So, wir haben hier ein Gatefold zum Aufklappen. Da kann man immer wunderbar hier mittig aufschneiden. So, die Folie ziehen wir mal ab. Und so sieht das dann aus. Also wir haben hier die Vinyl, das Cover in so einer schwarz-grauen Optik. Sieht so ein bisschen nach Asphalt oder Teer, nach Straße aus. Rundum dann einmal hier dieser quadratische Rahmen in so einem Neongrün. Ebenso Neongrün dann die Schrift Unantastbar, darunter weiß Wellenbrecher. Und dann haben wir hier in Neongrün ebenfalls das Unantastbar U, das hier aus vielen, vielen einzelnen Elementen geformt wird. Unter anderem aus dem Stier, der so die Börse repräsentieren soll. Ein Mädel, das am Handy hängt, Flatscreens, die Masse an Menschen, Geld, Verbotsschilder, Atomkraftwerke. Also einiges spielt sich hier ab. In der Mitte dann eine Person, die sich dem entgegenstellt, die hier die Faust ballt. Auf der Seite lesen wir dann Unantastbar Wellenbrecher, dann die Katalognummer RK287 und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist, 17 Tracks an der Zahl, passenderweise hier in so einer Wellenoptik. Dann hier die Labels und die Beteiligten, das Ganze erschienen über Rookies und Kings. Rechts gibt es dann noch den Barcode und dann würde ich sagen, wir schauen mal ins Innenleben. So, das ist das Design hier innen. Wir haben hier in der Mitte einmal das Foto der Band. Alle 5 Bandmitglieder hier abgebildet. Also Joachim, Christian, Thomas, Matthias und Florian. Alle hier vor einer Rolltreppe. Hier unten haben wir dann noch die Credits zum Album. Also alle Personen, die hier involviert waren. Und ebenso die gesamten Lyrics. Bedeutet, jeder einzelne Track ist hier wirklich Wort für Wort abgedruckt worden. Sehr schön. Hier hat man alles dann nachzulesen oder mitzusingen, je nachdem. Und das Ganze ist so aufgeteilt, dass wir hier 4 Tracks auf der A-Seite haben, 4 Tracks auf der B-Seite, 5 Tracks auf der C-Seite und nochmals 4 auf der D. Ja, dann schauen wir mal rein in die einzelnen Hüllen, in die einzelnen Taschen. So, einmal und zweimal. Schauen wir noch kurz, ob hier noch mehr drin ist. Nein und nein. Okay, mehr gibt es hier nicht. So, dann kommen wir zu den Vinyls. Die kommen auch hier wieder in so einem Giftgrün und Schwarz. So sieht das aus. Beide Seiten gleich bedruckt. Und wo geht's auf? Hier auf der Seite. Und das ist dann die Vinyl. Jawohl, die kommt hier in diesem knalligen Grün. Da haut es einem echt die Augen aus dem Kopf, also heftige Farbe. Die B-Seite mit 4 Tracks, ebenso wie die A-Seite mit 4 Tracks, so sieht das aus. Packen wir die Vinyl wieder zurück und kommen zur zweiten, die auch wieder von der Gestaltung her der Hülle gleich ist. Und die Vinyl ist dann natürlich auch wieder in diesem stechenden, leuchtenden Grün. So, falsch rum. Das ist die C-Seite. Hier haben wir, wie gesagt, 5 Tracks. Und dann noch die D-Seite mit den restlichen 4 Tracks. Dann haben wir insgesamt 17. Ja, das war's soweit. Wir packen die Vinyls wieder zurück in die Hülle.
Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Vinyl Edition befindet. Die beiden eben gezeigten Vinyls hier in den bedruckten Sleeves, in den bedruckten Hüllen. Und die beiden Vinyls sind in grün eingefärbt und beinhalten auf 4 Seiten insgesamt 17 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition, Wellenbrecher von Unantastbar. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Unantastbar unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.